Hallo Leute, heute ist der 22.05.2020. Ein Auge ist schon fast abgeschminkt, das andere ist noch braun-gold. Ich habe mich heute komplett geschminkt, aber auch der Kajalstrich ist auf der Seite schon fast weg. Und die Schminke hier oben. Weil das Auge so getränt hat. Ich habe starke Kopfschmerzen und deswegen tränt mein Auge. Claudia war heute da. Wir haben wieder getratscht, Kaffee getrunken und geraucht. Und sie schickt mir nichts über, also morgen den Stundenplan, den sie sich einteilt, wie es für sie am besten geht. Mit den nächsten Stunden im Juni und wie sie auf 80 Stunden kommt. Und dann kann ich das morgen mit Sonja abklären, wegen ihrer Arbeitszeit. Und ja, das ist ziemlich kurzfristig jetzt, weil schon bald der erste ist, aber spätestens am Montag muss der Dienstplan stehen. Und am Montag ist sowieso der erste und dann, oder denn am Montag ist er nicht der erste. Haben wir noch eine Woche. Nächsten Montag ist der erste, da sollte der Dienstplan stehen. Aber bis nächsten, also bis diesen Montag, nächste Woche, sollte der Dienstplan fertig sein von Claudia und ich mir das mit Sonja ausmachen, damit sie am ersten bei ihrem zweiten Klienten einen Dienstplan hat, nach dem sie sich richten kann. Ja. Es war halt sehr lustig mit Claudia und auch interessant. Und wir hatten eine schöne Zeit, obwohl ich den ganzen Tag Kopfschmerzen hatte und noch immer habe. Und das ziemlich anstrengend ist, sich dann zu konzentrieren und sich zu unterhalten. Außerdem habe ich seit Tagen nicht nur Kopfschmerzen, sondern auch Rückenschmerzen. Und das ist irrsinnig anstrengend, weil ich in keiner Position wirklich gut sitzen kann. Und ja, es tut mir leid für sie, aber was soll ich machen? Ich hatte heute das Gespräch mit Christoph. Das war ganz produktiv, dass er halt oft schnell die Flinte ins Korn schmeißt, wenn ein Projekt nicht sofort klappt und dass er sich zu viele Gedanken macht und dass ich schon an seinem Projekt teilgenommen habe. Ich habe euch ja unter dem Video Wohlfühlmoment Wohlfühlmoment Projekt oder Aktion, genau. Teilhaben lassen an dem Projekt und wünsche mir noch immer, dass manche von euch teilnehmen. Ob ihr das mit einem Kommentar kennzeichnet oder nicht, ist mir egal. Ihr müsst keinen Kommentar schreiben. Nehmt einfach an der Aktion teil. Damit macht ihr mich schon glücklich und ihn auch. Auch wenn ihr aus Deutschland seid, könnt ihr daran teilnehmen und es würde mich sehr freuen. Ich habe jetzt übrigens meinen Blog wieder bei blogger.com. Der Link zu meinem Blog ist in der Infobox. Das habe ich umgeschrieben. Das sind jetzt ein paar alte Blogs und ein paar neue Blogs durcheinander gemischt. Ich konnte ein paar alte retten, aber nicht alles, weil über 90 Blogs
also Einträge, und die konnte ich nicht alle retten, weil ich nur das Backup von der WordPress-Seite für eine andere WordPress-Seite machen habe können und nicht für blogger.com. Und jetzt habe ich nicht alles importieren können und habe sie von Hand teilweise übertragen. Es sind jetzt 14 Beiträge, glaube ich. Und die sind teilweise alt und teilweise neu. Und sehr durcheinander. Und wenn ihr Interesse habt, schaut vorbei. Der Link wird immer in der Infobox stehen. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich regelmäßig Updates für den Blog bringe. So regelmäßig wie es geht. Zumindest einmal im Monat den aktuellen Artikel veröffentlichen. Und ja, das wird sich einspielen und ich hoffe, das funktioniert so. Und das ist die günstigste Möglichkeit, einen Blog zu führen, ohne Einschränkungen. Und wo ich auch ein bisschen Geld verdienen kann, weil ich Werbung schalten kann, wenn ich mich mit AdSense auskenne. Mein YouTube-Dasein ist ja kostenlos oder verdienstlos, weil ich das ehrenamtlich mache, sozusagen, über meine Depressionen spreche und Tipps zu Depressionen und Lebenskrisen und Mindbuilding und solchen Sachen mache und Angehörigenhilfe und so. Und auch der Kontakt auf Facebook ist kostenlos. Und deswegen möchte ich mit dem Blog etwas Geld verdienen. Was durch Google AdSense möglich wird. Und das ist nun mal die einfachste Möglichkeit, den Blog auf bloggers.com zu führen und ihn zu verlinken und damit möglichst viele Aufrufe zu erzielen. Ja, schaut vorbei und lest es durch, wenn ihr wollt, und hinterlasst einen Kommentar, wenn euch was gefällt. Oder auch konstruktive Kritik. Über meine Rechtschreibung möchte ich nicht nochmal sprechen. Ich kann keine Rechtschreibung, ich habe das nicht gelernt. Ich bin total schlecht in Rechtschreibung. Und ich diktiere meine Blogs auch und dadurch entstehen noch mehr Fehler, die ich dann leider überlese oder nicht sehe. Und deswegen ist es halt so. Aber das kann ich leider nicht ändern. Und ich möchte nicht jeden Blogbeitrag meinem Vater zum Lesen geben. Die Artikel sind fehlerfrei. Aber die Blog-Einträge sind halt sehr fehlerhaft. Und ich schäme mich auch dafür, aber ich habe das in der Schule nie richtig gelernt. Und ich gebe mein Bestes, aber es ist halt einfach so. Und ich möchte mich dafür nicht mehr rechtfertigen. Wenn man es lesen kann, dann ist es gut. Wer es nicht versteht, der soll es lassen. Ich gebe mein Bestes und die Zusammenhänge sind schon begreifbar aus meinen Schreibfehlern heraus. Wie gesagt, der Link ist in der Infobox. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Sonst gibt's nicht so viel Neues. Ich muss mir mit Kerstin wieder einen Termin ausmachen für ein Telefongespräch. Ich muss heute Christoph noch eine E-Mail schreiben mit allen veröffentlichten Artikel, Titeln, damit er mir drei, vier Artikelideen liefert, für die nächsten Artikel.
Und das möchte ich heute noch machen. Und dann werde ich hoffentlich bald abdrehen, weil ich wirklich Kopfweh habe. Ja. Das ist im Großen und Ganzen alles. Meine Schminke ist mir nicht so toll gelungen, aber es ist auch schon viel abgegangen davon. Und wie gesagt, das Auge ist abgeschminkt. Und das nicht. Und deswegen sieht's so komisch aus. Aber ich habe die Rötungen im Gesicht überschminkt. Die kommen jetzt auch wieder langsam raus, aber weil sich die Foundation absetzt. Ob ich jetzt Schminktutorials auch noch machen möchte, weiß ich noch nicht. Ich kann das nicht wirklich, weil ich keine Kamera habe, mit der ich das auch filmen könnte, mit der ich mein Gesicht so weit ranzoomen kann, dass man ein Augen-Make-up erkennt oder so. Aber meine Schminkprodukte möchte ich ja hier abfilmen. Das werde ich mit dem Handy mal machen. Und das kommt dann die nächsten Tage. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.